Hallo, liebe Bürgerinnen und Bürger aus Hohne, Helmerkamp und Spechzorn. Als Kandidat der Wählergemeinschaft zu diesjährigen Kommunalwahl möchte ich mich bei euch einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Jörn Künstle, ich bin vor 58 Jahren in Celle geboren, hier noch eingeschult worden und in der Gemeinde Hohne aufgewachsen, also quasi ein waschechter Hohner und Niedersachse. Als Papa von drei wundervollen Jungs lebe ich mit meiner Partnerin und deren zwei tollen Kindern zusammen in einer Lebensgemeinschaft. Nach meiner Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Deutschen Texaco in Hohne habe ich nach ein paar Jahren Berufserfahrung meinen Meisterbrief gemacht. Beruflich bin ich im Vertrieb für Maschinen und Anlagen unterwegs und berate meine Kunden in der Region Niedersachsen bei der Auslegung von Kreiselpumpen für Energie, Chemie oder Versorgungsanlagen. Während meiner Freizeit schraube, repariere und schweiße ich gern an Maschinen in meiner kleinen Werkstatt herum und helfe meinen Jungs mit Tipps und Tricks, ihre Fahrzeuge in Gang zu halten. Die Arbeit im Garten und unserem Pferdestall gibt mir die notwendige Entspannung zu den beruflichen Herausforderungen. Aber am liebsten verbringe ich die freie Zeit mit meiner Familie und bin sehr gerne mit dem Fahrrad auf längeren Touren unterwegs. Zur Kommunalpolitik bin ich bereits in 2001 gekommen, als mir einmal klar wurde, dass man sich über manche Dinge richtig tierisch ärgern kann, sich aber auch selbst engagieren muss, wenn man etwas ändern will. Seit nunmehr 20 Jahren bin ich im Hohner Gemeinde- und Samtgemeinderat tätig und habe in dieser Zeit viele, viele wertvolle Erfahrungen gesammelt. Für den Erhalt und Ausbau unserer Infrastruktur möchte ich mich weiterhin einsetzen, denn Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche und tierärztliche Grundversorgung, gute Kindergartenplätze, einen SB-Bankautomaten, eine Tankstelle, einen Friseursalon und so viele Gewerbetreibende hier vor Ort zu haben, das alles ist nicht selbstverständlich, wenn wir mal in die Nachbarorte schauen. Dass sich die Vereine und Verbände, wo immer es geht, unterstützen, die Jugendarbeit und das Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuerwehr stärken möchte, weil das hält meiner Meinung nach unsere Gemeinde lebendig. Insbesondere möchte ich dem demografischen Wandel auf dem Lande entgegenwirken durch Angebote von kleinen Neubau und einem Gewerbegebiet, damit unsere Gemeinde aktiv und lebendig bleibt und weiterhin gute Entwicklungsmöglichkeiten für junge Familien und Gewerbe gesichert sind. In der Ratsarbeit sind für mich Inhalte und Konzepte wichtig. Wir brauchen eigentlich gar keine Parteien im Rat, sondern teamfähige und starke Persönlichkeiten, die richtig gut mit anpacken. Ja, und heutige Ratsmitglieder müssen aus meiner Sicht mehr denn je Vordenker, Teamplayer und Moderatoren sein. Ja, und Meinungsverschiedenheiten, die es natürlich immer gibt im Rat, die müssen wir kooperativ im Dialog lösen und vor allem in einem respektvollen und vernünftigen, fairen Umgang miteinander. Denn wir sind nur gemeinsam im Rat stark und können die Zukunft meistern. Und dafür brenne ich und möchte ich mich einsetzen. Am 12. September bitte ich euch deshalb um eure drei Stimmen für die Liste der Wählergemeinschaft WGH oder natürlich gerne auch für mich. Wir stehen mehr denn je für ein starkes Miteinander. Mit uns, für euch. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.